So, lassen wir es alle mal ins Verderben rennen. Okay. Oh, ein schöner Rucksack, schön pink. Ganz rechten Stick benutzt, um die Kamera zu bewegen. Das haben wir ja schon mitgekriegt. So, riesengroßes Tor. Was haben wir da stehen? Das Tor ist kaputt. Kletter rüber. Chris. Ja, klasse. Ich glaube, das. Ah ja, links. Probier mal schnell. Entscheidung, okay. Yeah. So, okay, kann man hier eine Taschenlampe anmachen? Wir können auch schneller laufen mit L1. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Echt süß. Klaut er mir eine Nuss? Wo hatten die außerdem die Nuss jetzt gerade her? Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du aktuelle Ziele durch R1 ansehen. Ah, okay. Ah, das haben sie schon cool gemacht. Ist zwar schon ein älteres Spiel, war auch vor kurzem bei PlayStation Plus im Angebot gewesen, soweit ich noch weiß. So, Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten Schmetterlinge, brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisiert die Art der Prophezeiung. Tod schwarz. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust sind braune Schmetterlinge, sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung sind gelbe Schmetterlinge, brachten helfende und wegweisende Visionen, und Glück sind weiße Schmetterlinge und brachten Träume von Glück und Segen. Okay. Und da haben wir ja wieder ihn. Okay. Vor allem unmögliche Zukunft. Gucken wir mal nein. Führungstotem. Okay. So. Sind wir schon mal hier oben? Drücke R1, um eine Totensammlung anzusehen. Das zeige ich euch mal ganz kurz, wer es noch nicht gesehen hat. Okay, die fangen von unten an. Und unten haben wir Ereignisse der Vergangenheit. Da müssen wir ein Video freischalten. Durch die ganzen Totems, die Puzzleteile zusammenfügen, und dann können wir eine Geschichte noch mal erleben. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Okay. So, spaßt man mal ein bisschen schneller. Bist du hier? Da ist ein Rucksack. Ja. Was hängt denn da? Hinweis entdeckt, Steckbrief. Gesucht. Milgram Richter, Geschlecht männlich, Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse Blackwood Pines, zuletzt gesehen 16.03.1988. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollten schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood Police, Monty. Provincial de Blackwood, Juli 1988, 88. Okay, was haben wir hier hinten?
Scheint es nichts zu geben. Was ist das? Oh, da kann man rumschießen. Kann man die nicht? Ich will die mal ausprobieren. Oh, das ist ja doof. Okay, gehen wir vor. Ja, es ist kalt, ich weiß. So, was haben wir hier? Hier ist ein Rucksack. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Tasche schließen, da rumschnüffeln. Ach komm, wir schnüffeln mal rum, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ashley. Chris ist verknallt in Ashley. Methodisch, beschützerisch, humorvoll. Erschreck mich nicht. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Oh. Status-Update. Neues Update, okay? Tada! Das hab ich doch schon gesehen. Schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Rosa. Okay, jetzt bin ich mit Chris unterwegs. Los geht's. So, wie läuft denn das jetzt ab? Bäm. So macht man das heutzutage. Bäm. Bäm. Jetzt müsste auch, glaube ich, das Eichhörnchen kommen. Das habe ich auch noch nicht. Also, ich probiere es jetzt einfach aus. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Bäm! Jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Das ist eigentlich schon. Ich mach's. Es hört sich jetzt makaber an, aber ich mach's trotzdem mal. Was tust du denn? Warum machst du sowas? Chris, das ist sowas von krank. Was? Das arme Kerlchen war ein lebendes Wesen bis eben gerade. Ach, komm schon. Das sind doch nur Ratten mit buschigem Schwanz. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Ah! Oh mein Gott, was ist das? Mach es weg! Shit, Mann. Bist du okay? Dieser Berg macht mir jetzt schon total Angst. Hey, da. Unsere Seilbahn kommt. Nichts wie rein. Okay, konnte man es doch erschießen. Das ist ja schon ein bisschen hart. So, okay, warte mal, ich guck mal, weil ich habe jetzt eine andere Perspektive, ob ich jetzt hier noch was sehe oder finde. Nee, negativ. Dann ab in die Seilbahn. Das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Was wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Lass mich mal.
Oh, Snowboard. Okay. Schauen jetzt erstmal, ob wir hier irgendwas wieder finden, was uns in der Geschichte weiterbringt und was wir sonst verpassen. Blackwood Pine, Hotel und Sanatorium. Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Cool. Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. So, warte mal, ich guck mal, ob wir hier noch was finden. Da ist auch nichts. Okay. Also wir können höchstens noch an den Computer oder Bildschirm, was auch immer. Hä? Da stand doch gerade einer. Krass. Oh, muss ich hier noch irgendwas anschalten? Nee. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber okay. Ab nein mit dir. Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Okay. So, dann kommen wir jetzt langsam oben an. Wird ja auch Zeit. Chess, Mikes neue Freundin. Respektlos, gutgläubig und selbstsicher, okay? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. So, da gucken wir mal. Warte mal, warte. Wir schauen noch schnell hier rum. Da ist nichts, okay. Beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ja, drück doch mal drauf, du Alter. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot.
Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie, prinzipiell. Komm schon, Jazz, uns kannst du es sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Einfallsreich, überzeugend und intelligent. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Matt, Emilys neuer Freund, ehrgeizig, sportlich, motiviert. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Alter. Also Frauen kannst du doch voll in die Donne kloppen. Die können nur rummeckern. Nee. Mach dies, mach das. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Nein, was glaubst du? Scheiße! Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert und überzeugend. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte ja fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Ich spiele das diesmal ganz anders, alles. Michael, halt dich einfach raus. Emily und ich sind jetzt zusammen, also komm klar damit. Ich sag's dir nicht nochmal. Haben wir uns verstanden? Tja, ich dachte, wir könnten das abhaken. Als Kumpel, aber... Ja, gut. Mike. Nein, nein, nein. Nein, alles cool. Ich gehe einfach weiter. Bin ganz vernünftig und so, für mich ganz allein. Peace. Ich glaube, er hat's kapiert. Ist echt heiß, wenn du den Macho machst. Weißt du das? Oh, Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Oh. Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Was, kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Em, ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und... Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Em, ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Oh, die Diskussion immer. Nee. Status-Update, okay? Schon wieder. Ach, die gibt's ja auch noch. Ashley ist verknallt in Chris, fleißig, neugierig und offen, okay? So, sehen wir jetzt irgendwo hier was? Da unten ist sie, hm? Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten.
Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Ach komm, das machen wir. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörde. Die ist immer noch da. Okay, wir machen ganz kurze Pause. Also, bis gleich.